Würde Abwasser nicht gereinigt werden, hätten wir ein fettes Problem. Um dies zu verhindern, gibt es Kläranlagen. Bei der Behandlung des Abwassers helfen uns Bakterien und modernste Technik. Unsere Aufgabe ist es, die Anlage am Laufen zu halten und permanent die Wasserqualität zu kontrollieren. Mit Klärschlamm lässt sich Energie erzeugen. Unsere Arbeit vereint vieles: Umweltschutz, Biologie, Chemie und viele Maschinen. Und diese müssen gepflegt werden.